Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen und ja, das ist wirklich hardcore lächerlich, aber ich möchte mal ein bisschen ausholen. Das Ganze ist erst heute ins Internet gekommen und was ich da gelesen habe, konnte ich beim besten Willen nicht glauben. Also war mir klar, ich muss darüber unbedingt ein Mikes Meinungsvideo machen und schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, weil das ist wirklich, das ist der Knaller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr erinnert euch sicherlich noch an diesen völlig verregneten Sonntag des Belgien Grand Prix. Als er Michael Masi gesagt hat, nein, der Grand Prix von Belgien findet nicht statt, oder war zumindest den Zuschauern klar, naja, zumindest bekomme ich mein Geld zurück. Ja, Pustekuchen. Denn was die Veranstalter sich jetzt ausgedacht haben, um die Fans sozusagen zurückzubezahlen oder zu entschädigen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich einfach nur unglaublich peinlich. Ich zitiere, liebe Freunde, das Paket beinhaltet einen F1-TV-Pass, Zugang zu einem besonderen Event, das am Donnerstag vor dem Rennen im nächsten Jahr in Spa stattfindet und das Recht an einer besonderen Verlosung teilzunehmen, bei der Silber-, Gold- und VIP-Tribünenplätze gewonnen werden können. Kurze Frage, liebes Spa-Veranstalterteam. Habt ihr den 1. April zufälligerweise ein paar Monate nach vorne verlegt? Ist das gerade wirklich euer Ernst? Stell dir mal vor, du bist Formel-1-Fan durch und durch. Dein Sohn oder deine Tochter oder vielleicht sogar beide auch. Und ihr fahrt den weiten, weiten Weg bis nach Spa-Francorchamps und ihr müsst sogar einen vierstelligen Betrag bezahlen für Grand Prix, für Hotel, für Lebensmittel und so weiter und so weiter. Und ihr bekommt nicht einen einzigen Cent zurück. Da würde ich mich ehrlich gesagt auch verarscht fühlen. Was hätte ich in dieser Situation gemacht? Ich hätte Folgendes gemacht. Ich hätte den zumindest, und das ist wirklich nur das Allermindeste, die Hälfte zurückbezahlt. Also gar nichts zurückzubezahlen und die Chance zu geben, an einem Gewinnspiel daran teilzunehmen. Und wie hoch sind die Wahrscheinlichkeit, dass du da gewinnst? Genau, nochmal geringer. Und stell dir mal vor, du hast bereits F1-TV. Ja, und was dann? Ja, super toll, ganz ehrlich. Liebes Spa-Veranstalterteam, ganz ehrlich, ihr solltet euer Paket, was ihr geschnürt habt, definitiv noch einmal überarbeiten, denn ich bin echt noch fassungslos. Übrigens, das Ganze habe ich hier zuerst getwittert. Wer also die neuesten News nicht mehr verpassen sollte, kann mir gerne auf Twitter folgen, da bekommt ihr die News immer als allererstes. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.